Hallo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Unity. Ich habe mir heute mal überlegt, dass wir doch jetzt ein bisschen mit den Etagen weiterbauen, weil es im Stream nicht geklappt hat. Also ich werde nichts an der Außenkonstruktion machen, groß, höchstens nach oben ziehen und zwischendurch die Decken, die fehlenden, die Böden reinziehen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht den Aufzug noch eine Etage höher drücken. Also nicht drücken, sondern erweitern, also richtig erweitern. So, und dann sehe ich doch hier schon, dass da oben die Decke fehlt. Ach, hat man ja auch schon markiert hier. Ich kann mich erinnern. So leicht. So, und das machen wir dann jetzt mal nebenbei. Das ist auch sehr gut, weil hier sieht man noch aktuell den Aufzug von unten. Ich wollte nur mal gerade schauen, ob die denn jetzt hier auch nochmal connected wurden. Ich habe die noch nicht connected, glaube ich. Also das Gebäude von außen, das heben wir uns natürlich für die Streams auf. Weil da ist immer schwierig mit Technik zu machen, wenn man es gerade lernt. Ist einfach so. Das sind eigentlich die... Naja, das sind ja F-Tool-Blöcke, aber ich denke immer, das sind die von Refined Storage. Das war so cool. Ich fand Refined Storage echt nice, aber wahrscheinlich nur, weil es sehr einfach ist. Für den Anfang. Wenn man so mit Modpacks anfängt. Und da ist das ME-System halt auch sehr... simpel gewesen. So, wir gehen mal nach unten und schauen, wo wir denn... Oh, selbst hier waren wir noch nicht fertig. Oh. Okay, dann folgendes. Laboratory-Blöcke. Wir haben noch ein paar. Da haben wir noch so ein paar. Und das sind schon painted mit Glowstone. Und die können wir eigentlich mal mitnehmen. Wenn wir die Night Vision ausmachen, sehen wir, dass das krass ist. Direkt die Painted hier reinsetzen und dann schauen wir mal, wie das von außen aussieht. Ja, es leuchtet doch schon. Durchs Fenster auch. Ach, ich finde das ganz nice. Und auch die Außenwand wird beleuchtet dadurch. Können wir hier auf jeder Etage schon mal so einen reinkloppen. Und ja, das hat jetzt natürlich auch einen Grund, warum direkt hier am Anfang. Weil hier halt, sind wir dann noch, genau. Da sind die Fenster und das wollte ich ja, dass das so schön rausleuchtet. So, hier sind wir eh unten im Keller, der so ohne Night Vision schön dunkel ist. Achso, höher ging nicht. Mal gucken, jetzt müsste eigentlich auch die ganze Reihe hier, ja, nach unten, wenn wir das so weiterziehen, dann wird das schön hell alles. Wir müssen nur irgendwie mal anfangen damit. Im Prinzip können wir das Teil von draußen schon beleuchten, wenn man so will. Wobei, ist vielleicht besser, ich fange unten an, am Ende ist es egal eigentlich auch. So. Da, unten. Machen wir erstmal unten. Hier haben wir auch mehr Maschinen rumstehen. Ich könnte mich immer noch so über dieses Teil aufregen, ne? Also nicht die Maschine an sich, aber dass das mir nichts gebracht hat. Hier sind irgendwo welche drin. Habe ich da irgendwo schon einen verbaut? Egal, wir lassen es erstmal nur an den Ecken. Na, da sieht man es nicht so gut. Da auch nicht, durch das Wasser. Hä? Da hinten leuchtet der ja gar nicht. Aber ich habe den da reingesetzt. Oder das ist einfach viel zu wenig. Painted Glowstone, oder ist auch noch irgendwie ein Fail? Oder war der überall so durch die... Sag schon. Hä, was ist denn da? Ach, das ist von draußen hier. Dahinter sind die... Concrete. Egal, lassen wir auch. Kommt ja eh nochmal weg. Also komplett drumherum, meine ich, besser gesagt.
Boah, das ist so schnell hier beim Abbauen. Wubum. Ach ja, hier meine Grid Power Station. Die so jetzt eigentlich wenig bringt. Also die Solarzellen zumindest davon. Die können wir zur Not aber auch nochmal aufs Dach packen. Werde ich auch tun wahrscheinlich. Die gehen ja ohne Kabel, was ich richtig gut finde. Das heißt, man kann die sich schön oben drauf packen und dann läuft das. Hat man noch so eine kleine Deko dann? Wobei, könnte man schon hier reinsetzen, oder? Die wäre doch hier machen, die sich doch mega cool. Die Frage, wir sind wahrscheinlich dann irgendwann so hoch, dass die Sonne dann nur noch wirklich von oben drauf scheint. Ich weiß gar nicht, ging die da hinten nicht auf? Im Osten geht die Sonne auf, keine Ahnung. Also das ist so in echt. Dass hier in Minecraft so ist, glaube auch. Will aber jetzt nicht schauen, wo Osten ist. Weil ich das nicht weiß. Nein, Spaß, sondern weil... Warte mal, wir sind doch jetzt hier irgendwo, haben wir einen ausgelassen. Hier. Weil ich dafür keine Zeit habe. Hui. Ja, lass du nur kurz antippen. Was ist denn mit so einer übelst verzauberten Dia-Schaufel? Wusch, gehen auch richtig ab. So, ganz vorsichtig. Und im Prinzip ist das dann kein Problem mehr. So, da haben wir jetzt keinen drin, ne? Ne. Aber können wir ja auflassen. Dann nehmen wir jetzt hier den Stack. Die hier waren's. Können wir hier schon mal zumachen. Und es hat nicht gereicht. Obwohl ich hier schon dieses übelste Teil nehme dafür. Chisel All. Machen wir den kleinen Stack daneben auch noch. Reicht so nicht mal. Doch, reicht. Hui. Das können wir natürlich dann noch später an die Decke packen. Und dann nochmal auf dem Boden. Die Wände sind dann halt leider nicht beleuchtet. Ist natürlich ein bisschen schade, denn... Naja. Das sieht nicht so cool aus. Ich hätte die gern selber beleuchtet, aber die verbinden sich halt nicht, die Texturen. Hä, was ist das denn gerade für ein Pixel gewesen? Für einen Effekt. So genau, da fehlt es noch. Generell, wir brauchen erstmal mehr Laboratory-Blöcke. Keine Factory. Ah, ich glaube, wir können noch massig machen. Wir haben so viel Nether-Quarz am Start. Können wir nochmal gucken hier oben. Okay. Haben wir nicht. Das war ja lustig gerade. Alles verpulvert jetzt gerade. Egal. Och nee, ein runter. Ah! Ich hasse das. Und wenn ich hier auf der Höhe bin, wie ich abbaue, dann geht das nicht so schnell. Und wenn ich aber auf dem Boden stehe jetzt und dann abbaue, dann ratze ich hier bestimmt voll oft in den in die Decke rein. Wobei es geht eigentlich. Dann lieber so und die Fehler ausbessern. Richtig blöd. Man kann das auch einstellen irgendwie. Hui. Da geht so ab, ne?
Macht irgendwie Spaß, aber auch. Babababam. So. Und nun hoffen wir mal, dass wir nicht nochmal so failen. Ich muss da noch Nessa holen. Und ich glaube, wir machen mal Night Vision an, ne? Das ist ja jetzt so richtig blöd im Dunkeln. Genau, hier ist ja dann die Etage mit dem Elevator. Den können wir nochmal testen. Also man kommt hier so drauf, dann Etage 2. So, und hier fehlt der Boden. Da können wir die Teile direkt mal umchiseln. Oh, das war jetzt in dem, war das im letzten Part oder vorm letzten Part, wo hier die ganze Etage mit durch den Elevator hochgefahren ist. So dumm, ey. Irgendwie war das sehr überraschend und voll der Schock so für mich. Ich habe Angst gehabt, dass er sich da halt hier alles kaputt macht. Die ganze Etage. Aber im Prinzip ist das dann jetzt hier so. Natürlich müssen wir noch einen Aufzugsschacht machen. Der wird wahrscheinlich... Hier unten ist egal, wenn der hier so fett in der Mitte steht. Aber hier oben wird es halt enger. Und mit einem Schacht wäre es ja dann... Hier... Ja, angenommen, wir nehmen die 3x3-Tür, die wir auch im Eingang haben. Das ist so eine 3x3, ne? Ja, genau, logisch. Und die Tür macht man dann auf und dann ist man hier im Aufzugsschacht. Also im Aufzug drin. Und der Schacht muss ja dann auch noch eine eigene Wand bekommen. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Weil... man sieht die ja dann auch von außen, ne? Na, egal. Das wäre nicht das Problem. So, kriegen wir jetzt hier noch so ein paar Etagen da drauf? Erstmal, generell. Ja gut, eine müssen wir drüber packen. Der kommt echt einmal drumrum. Überraschung. So, 1, 2, 3, 4. Ja, ich weiß, da war falsch. Natürlich brauche ich den. So, dann müsste man das jetzt eigentlich so durchziehen können. Ich habe das Gefühl, die Etage ist höher, aber das passt. Die ist genau richtig. Da muss ich natürlich dann aufpassen. Hallo? Nein, Mann, jetzt hat's geleckt. Oh. Es hat geleckt, dann drückst du nochmal. Mist. Ich finde immer die Karte oben so geil. Pass auf. Zock. Auch sehr witzig. Ne, das ist Decke. Das sind die für da. So. Ja, ein bisschen jonglieren kann man ja mal machen. Aus Versehen auf Q gekommen. Da habe ich Item wegwerfen. Ich glaube Standard sogar. Zip, zip. Gib mal her. So, einfach... Warten. Lass mich doch nicht lumpen. So, und dann hätten wir hier die nächste. Voll gut. Und wie gesagt, den äußeren Part, den machen wir dann im Stream mal wieder.
So, und hier müsste dann wieder so ein Panel rein. Moment, warte, das ist Decke. Das heißt, da können wir vielleicht nur einen machen? So einen Elevator? Wir haben keinen. Dieses Teil. Huh, da fehlt aber was. Machine Frame. Mach mal zwei. Und ich glaube, eine Redstone hat auch gefehlt. Hat er jetzt direkt... Hat er das selber erkannt? Etage 3. Wir können die später noch umbenennen, wenn wir da bestimmte Sachen drin haben. Zum Beispiel, wenn ich da doch mein Haus reinbaue. Also meine Wohnung. Oh, das geht aber echt cool. Da erkennt das sofort. Jetzt kommt nur nicht mal runter. Ich bin von da. Ja, ich glaube, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Belag. Also da, dem Boden. Moment. Was hat man denn? Ach, das mit dem Marble haben wir ja getestet, diesen Aufzug. Ach so, wir sind ja hier eigentlich noch einen höher. Also, die chiseln wir mal um zu den. Hui. So, und da muss jetzt wieder so ein Screen dran. Genau. Och Mann. Kommt immer mal wieder vor. Boah, jetzt haben wir das Problem. Ich weiß gar nicht, wie weit der reicht. Da brauchen wir jetzt auch wieder so ein Modul. Hoffentlich kriegt er das dann hin. Hä, halt, das. Ach, schon wieder. Jetzt haben wir es gerade wieder, ja. Also Buttons. Weg. So, wir hatten das, das, das. Und Start hatten wir 0. Hier war es Türkis und Pink. Wieso habe ich eigentlich Pink genommen? Keine Ahnung. Ich finde, der Kontrast ist cool von diesen beiden Farben. Etage 1. Oh, dass hier kein Tab geht, ne? So wie man das kennt in einer Excel-Tabelle mit Tab weiter. Oder generell in Formularen. So. Weiß ich gar nicht, wie wir es da hatten. Und ich glaube, jetzt hatten wir wieder das Problem. Man muss das einmal an einen dieser Elevator packen. So, warte mal, hatten wir das denn hier wirklich alles so? Nein! Oh, jetzt ist er mit mir hochgefahren. Alter, krass, guck mal, der hat Etage 3 übernommen. Bei den anderen Blocks. Ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe. Boah, da kriegt er direkt mal Speed auch drauf. Nee, der hat keine Etage 3 drinstehen. Aber wieso? Nein, das wollte ich nicht. Geht er jetzt noch richtig? Hä? Ach so, das kommt danach erst, wenn man da hinspringt. Aber komischerweise hat er das bei einem übernommen, bei dem hier in der Mitte. Hier steht schon Etage 3 oder habe ich das selber irgendwann mal dahin geschrieben? Keine Ahnung. Boah, jedenfalls ist das irgendwie cool, das Teil. Und wir sind auch bald echt schon weit hoch oben. Dann, ich weiß nicht, wie viele Etagen ich da drauf setze. Das soll es dann nochmal spitzer werden. Das ist eigentlich, wird fast schon so ähnlich wie da drüben. Und meine
Ihr seht schon, dass ich die extrem eingeschränkt habe, die Sicht. Weil es doch ein bisschen öfter lecken ist, aber eigentlich geht's. Ich kann es wieder hochdrehen. So schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Jedenfalls an der Stelle danke ich aber erstmal fürs Einschalten. Gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin. Bis dahin. Tschüss.